Sie gilt als die kleinste domestizierte Katzenrasse der Welt, die Singapura-Katze. Doch die Verwandte der Siam-, Burma- und Abyssinia-Katze hat ihrem Halter trotz ihrer geringen Körpergröße so einiges zu bieten. Klein, aber uhu, trifft es in ihrem Fall wohl sehr gut. Die kleine 2 bis 3 Kilogramm schwere kurzhaarige Singapura erreicht eine Schulterhöhe von maximal 20 cm. Doch trotz ihres handlichen Formats und ihrer zierlichen, zarten Gestalt sieht diese Katze dennoch sehr athletisch aus, da sie über gut ausgeprägte Muskeln verfügt. Das kleine Kraftpaket besitzt dadurch auch ein hohes Sprungvermögen. Ihr charakteristisches Aussehen wird komplettiert durch ihr feines, seidiges, sehr kurzes und eng anliegendes Fell, das lediglich in einer Farbvariante zugelassen ist, Sepia agouti. Das Fell der Singapura wirkt fast ausschließlich einfarbig, jedes einzelne Haar ist jedoch abwechselnd hell und dunkel gefärbt. Diese Bänderung des Fells wird als Ticking bezeichnet. Die helle Färbung des Fells wird lediglich im Gesicht, an den Ohren, Beinen und am Schwanz durch dunklere, pointierte Stellen unterbrochen. Singapura-Kitten werden hell geboren und dunkeln erst im Laufe der Zeit nach. Voll ausgereift ist die Fellfarbe so erst nach 2 bis 3 Jahren. Die Augen der exotischen Schönheit sind groß, oval geformt und sehr ausdrucksvoll. Es sind Grün-, Braun- und Gelbtöne als Augenfarbe möglich. Auch die Ohren der ansonsten kleinen Katze sind auffallend groß. Zu Beginn sind die meisten Singapuras ihrem Menschen gegenüber sehr schüchtern. Sei geduldig und gib deiner Katze nach dem Einzug einfach Zeit, um sich bei dir einzuleben und sich an dich und ihr neues Umfeld zu gewöhnen. Hat deine Samtpfote erst einmal Vertrauen zu dir gefasst, wird sie es dir mit ihrer liebenswürdigen Art danken und dir zeitweise kaum noch von der Seite weichen. Die Singapura verfügt über ein sehr soziales Wesen, daher benötigt sie in jedem Fall zusätzlich zu dir die Gesellschaft einer anderen Katze mit ähnlichem Charakter zum Spielen und Schmusen, um sich rundum wohl und nicht einsam fühlen zu können. Diese Katzenart ist eher weniger für vollzeitberufstätige Singles geeignet, die den ganzen Tag über außer Haus sind. Dafür ist sie eine echte Familienkatze, die sich über die Gesellschaft von Kindern freut. Beachte dabei aber, dass die Kinder sehr umsichtig mit der kleinen Katze umgehen müssen. Die Anschaffung empfiehlt sich daher eventuell erst, wenn die Kinder über 6 Jahre alt sind, beziehungsweise dann, wenn ihnen klar vermittelt werden kann, worauf sie achten müssen, wenn sie sich mit dem süßen Stubentiger beschäftigen. Zwar bewegen sich auch Singapura-Katzen gerne einmal in der Natur, jedoch ist ihr Drang dazu verglichen mit anderen Katzenarten nicht besonders stark ausgeprägt. Sie kann daher auch als Wohnungskatze gehalten werden, solange ihr genug Kletter-, Spiel- und Unterschlupfmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch ein katzensicherer Balkon wäre in diesem Fall ideal. Die freundliche Singapura-Katze ist außerdem sehr verspielt, intelligent und neugierig. Sie liebt es einfach, im Geschehen mittendrin zu sein. Ausreichend Beschäftigung und gemeinsame, abwechslungsreiche und auch fordernde Spieleinheiten sind für die Samtpfote daher bis ins hohe Alter hinein unerlässlich. Die Pflege dieser Katzenart ist nicht besonders aufwendig. Das seidige Fell sollte zwar regelmäßig gebürstet werden, da dies nicht nur pflegt und massiert, sondern auch die Bindung zu deinem Liebling stärkt, es neigt jedoch aufgrund der fehlenden Unterwolle nicht zum Verfilzen. Da die Singapura-Katze in Deutschland noch relativ selten ist, achte unbedingt darauf, dass diese ursprünglich aus einer professionellen und verantwortungsvollen Zucht stammt, um vermeidbare Gendefekte und Erberkrankungen bei den Tieren wirklich ausschließen zu können. Hast du dich für eine Singapura-Katze entschieden, wird die kleine, besonders niedliche und sanftmütige Fellnase mit Sicherheit für alle eine große Bereicherung als neues Familienmitglied sein. Wie du in diesem Video erfahren hast, ist die Singapura mit Burma-Katze, Abyssinia-Katze und Siam-Katze verwandt. Wenn du mehr über diese Rassen erfahren willst, haben wir für dich hier die Rasseporträts verlinkt. Klicke einfach auf eines der Bilder, um weiterzuschauen.